Es kann ja nicht immer alles perfekt laufen, aber wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist der Wurm aber auch richtig drin. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Ja, so ist das. In einem Moment ist alles super gut, perfekt. Man ist himmelhoch jauchzend und im anderen Moment ist es einfach genau anders wieder. Ja, bis jetzt, glaube ich, habe ich nicht so viel Kummer hier geteilt. Aber heute ist der Tag, an dem ich verzweifelt bitterlich geheult habe. Ist noch nicht so lange her. Also diesen Nachmittag verbuche ich als, ich weiß noch nicht genau, ob es mich für irgendwas weiterbringt, aber erstmal als kein guter Nachmittag. Okay, also von vorne. Ich war dann in Noli und da war es auch echt super schön. Das Meer sah toll aus, der Strand sah toll aus. Und ich bin ja ein Mensch, ich kann mir dieses Genießen noch nicht erlauben. Irgendwie, ich weiß noch nicht warum. Ich habe mich nicht einfach an den Strand gelegt. Auch dazu wollte ich ja gucken, ob ich Anne irgendwo nochmal wieder treffe, irgendwo wieder sehe. Ich bin ja gefahren und habe sie nicht getroffen. Deswegen habe ich mich dann auf mein Fahrrad geschwungen, war eigentlich schon komplett fertig. Naja, egal, bin ich einfach fast bis zu dem Punkt zurückgefahren, wo wir uns getroffen hatten. Also bis so weit, wo man halt dann hätte stehen können. Ich glaube, das waren auch so um die 5, 6 Kilometer. War ja ganz nett, habe ein paar Fotos gemacht, habe mir die Stadt angeguckt und war aber schon so ein bisschen, hä, komisch, warum ist denn hier nirgendwo? Weil Noli, ich habe relativ am Ende der Stadt geparkt und so groß ist es nicht und es gibt nur eine Straße quasi durch, beziehungsweise zwei Straßen, aber war halt nicht zu finden und dann bin ich ein bisschen, okay, seltsam, zurückgekommen und es waren halt überall freie Parkplätze direkt am Meer. Das Meer sah auch echt, echt toll aus. Aber ich war irgendwie nicht in dieser Situation drin. Es war irgendwie ein inneres Gefühl des Unwohlseins. Und ich wollte irgendwie auch weiter. Und ja, vielleicht ist sie doch irgendwie um die nächste Kurve rum und solche Sachen. Hab ich mir dann gedacht, dann bin ich halt einfach losgefahren. Dachte, ja, okay, sehe ich sie vielleicht gleich. Vielleicht hat sie, ja, wann Parkplätze? Ich habe keine Ahnung. Naja, was ich gedacht habe. Ich auf jeden Fall weitergefahren und irgendwann dachte ich mir, ach komm, hab ich gar keinen Bock mehr drauf. Vielleicht wollte sie ja auch gar nicht mich dann doch nochmal treffen zum gemeinsamen am Strand chillen oder so. Und dann dachte ich mir, okay, fahre ich einfach weiter, weil das hätte sie mir halt auch noch sagen können. Und dann bin ich weitergefahren und ja, irgendwann richtig viele Kilometer später habe ich ihren Wagen tatsächlich gesehen, habe überlegt kurz, ob ich doch nochmal halte und kurz Hallo sage, aber es war halt schon extrem viel weiter weg als da, wo wir uns eigentlich treffen wollten. Also bestimmt 5, 6, 7 Kilometer. Und dann habe ich mir gedacht, nö, wenn sie das nicht wollte, dann brauche ich ihr jetzt auch nicht dahin gehen und sagen, hey, cool, wir haben uns gefunden. Weil wenn man nicht gefunden werden möchte, dann ist das ja auch in Ordnung so. Ich hätte es nur schöner gefunden, wenn es mir gesagt wurde. So. Dann hätte ich halt nicht diese Fahrradtour gemacht, weil ich schon noch kaputt war von den letzten Fahrradtouren. Und gut. Ja, war halt so. Und dann bin ich einfach weitergefahren, weil ich dachte, ja, peinlich jetzt nochmal irgendwie komischerweise über den Weg zu laufen oder so. Und ja, war ganz nett. Ich war dann eh so in diesem Fahrmodus. Okay, fahren wir einfach. Ich bin eh kaputt. Ich weiß eh nicht, was ich sonst machen sollte, weil ich ja, entweder effektiv bin oder effektiv bin. Und so nichts tun oder so, das ist nicht effektiv. Deswegen bin ich einfach gefahren, weil ich dachte, ja, die Kilometer muss ich eh fahren. Und dann war irgendwann Spritpreis für 85, also 1,85, dachte ich, soll ich jetzt tanken? Ja, da kommt was Billigeres, was total dumm ist, weil es einfach überall über 90 sonst ist. Ja, ich natürlich nicht getankt. Ich ärgere mich auch im Nachhinein sehr darüber. Ich hoffe noch, dass es dann halt irgendwie doch nochmal irgendwie billiger wird. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich dann halt weitergefahren und weitergefahren und irgendwann wurde ich auch so richtig, kam ich in so einen Trott rein und dann war ich so, ah, das ist eine doofe Situation, alles blöd. Hab mir dann irgendwann an der Seite gehalten, hab nochmal ein Foto hier gemacht, Foto da gemacht und ja, wo will ich denn jetzt eigentlich überhaupt hin? Die Pläne, die ich hatte, die haben sich ja jetzt gerade verflüchtigt, weil ich dran vorbeigefahren bin. Also habe ich mir einen neuen Parkplatz rausgesucht. Ja, schade, ich bin jetzt so weit gefahren schon, dass es gar keine coolen Parkplätze so ein bisschen freistehender gibt. Also so Stellplätze. Ich so, toll.
Da hinten waren so viele freie Plätze, wo man hätte so super direkt am Meer perfekt stehen können. Ich habe mich angefangen, noch mehr über mich selbst aufzuregen, was ja nichts dafür bringt. Und ich habe noch mehr, also es hat sich einfach richtig hochgeschaukelt. Und dann dachte ich mir so, okay, damit ich dieses Gedankenkarussell nicht bis zum Ende weiterspinne, rufe ich jetzt eine Freundin an. Und die hat zum Glück auch abgehoben. Und dann haben wir uns erstmal unterhalten. Das war super schön. Und das hat mich so ein bisschen wieder nach Hause gebracht. Und ja, das tat gut. Und hatte dann auch so einen Spot, wo ich hin wollte. Der Karte mir rausgesucht, sah auch richtig geil aus. Und dann bin ich, als es dann kurz vor dem war, dass wir da waren und ich wollte eigentlich noch weiter quatschen. Klar, man hätte auch dann weiter quatschen können, wenn ich schon da wäre. Ich habe irgendwie gar nicht geschaltet, war dumm von mir. Und habe gesagt, ich fahre einfach noch ein bisschen weiter. Und ja, kurz danach haben wir dann eh aufgehört zu telefonieren. Ich dachte mir so, ja, okay, wo bleibe ich denn jetzt? Weil während ich telefoniere, kann ich meine mobilen Daten halt irgendwie nicht nutzen. Ich weiß nicht warum. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal nach dem Telefonat erst geguckt, weil ich dachte ja immer an der Küste lang ist ja immer derselbe Weg, ne? Ich muss ja eh die Strecke fahren. Dann habe ich mal auf die Karte geguckt, dachte mir so, ist das denn ernst, China? Bist du eigentlich richtig dumm? Da wurde ich noch verzweifelter, noch saurer, weil ich einfach schon richtig weit gefahren war. Und Italien ist so das Land quasi, was mir am meisten am Herzen liegt, weil ich da einfach schon am meisten Zeit verbracht habe. Und diesen Teil des Landes einfach noch nicht so gut kenne. Ich meine, klar, letzten Endes sind alle diese Dörfchen doch irgendwie ähnlich. Sie haben alle ihre wunderschönen Gassen, sie haben alle ihre wunderschönen Strände, ihre, ja, als ich durch Noli gelaufen bin zum Beispiel, habe ich dann gedacht, so, ja, es ist wunderschön hier. Ich mache hier gefühlt 1000 Fotos. Und warum gucke ich mir das an? Es sieht überall doch auch ähnlich aus, aber es ist so wunderschön und ich konnte das aber gar nicht so krass genießen. Ich weiß es nicht warum. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, super, ich bin jetzt schon bald in Sanremo, ich bin schon bald an der Grenze nach Frankreich. Wollte ich doch noch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, nützt ja nichts. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo bleiben kann. Weil es wird auch schon langsam dunkler. Ja, Parkplatz rausgesucht, bin da hingefahren. Da stand, man kann begrenzt da drauf. Es ist 2,80 Meter oder so an Breite, dass man durchfahren kann. Und es war, ja, erstmal oben so ein Parkplatz, der war nur für Autos. Das war schon mal richtig dumm. Da habe ich mich dann hingestellt. Es war richtig schräg. Und bin dann nochmal runtergelaufen, weil es richtig steil auch runterging. Und zum Glück bin ich nicht runtergefahren, weil unten war erstmal so ein Kiesschotterplatz. Wunderschön am Meer. Also kann ich nicht anders sagen. Sieht wunderschön aus dort. So mit Schilf und allem. Und diese Begrenzer, ich glaube, die wurden weiter zusammengeschoben, weil es waren knapp 2 Meter, wenn überhaupt. Also da hätte auch keiner durchgepasst. Auch ein normales Auto hätte da massive Probleme gehabt. So, ja, gut. Ist also nicht. Ich also nochmal auf meine App geguckt. Schade. Ringsrum keine Stellplätze, so wo man hinfahren kann. Mal geguckt weiter in den Bergen. Ja, da ist so ein Platz. Der sieht auch ziemlich geil aus. Hat mal eine tolle Aussicht. Hab den eingegeben. Ja, hätte dann halt in den nächsten, ja, Kilometer hätte ich dann halt rechts abbiegen müssen. Schade nur, dass die Straße eine krasse Steigung hatte. Ich weiß nicht, 10%, 12%. Es war unmenschlich. Es war so steil und ich habe gar nicht erst versucht, da hochzufahren. Später habe ich dann gesehen, dass da jemand geschrieben hat, ja, mit seinem Sprinter, mit durchdrehenden Reifen, in Schrittgeschwindigkeit sich da hochgequält. Man sollte es auf jeden Fall nicht tun. Habe ich den auch nicht. Aber, ja. Dann auf jeden Fall war bei mir komplett Sense im Schicht, Schacht im Schicht, Schicht im Schacht, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich erstmal schon mal fett geheult und dachte mir so, warum habe ich das getan? Ich habe die schönsten Küstenabschnitte einfach hinter mir gelassen, ohne sie anzugucken, wo ich eigentlich eh voll bin und ich einfach mal irgendwo bleiben müsste und einfach mal ankommen müsste, runterkommen müsste. Ich habe einfach alles weggekillt an Kilometer, was ich hätte wegkillen können. Und das halt so in so einem Trott, wo man gar nicht so glücklich jauchzend ist, weil so ein Roadtrip, der soll ja irgendwie Spaß machen. Aber ich bin da einfach so grummelig lang gefahren und nicht irgendwie mit Musik und mit Grölen oder so. Und das war richtig dumm. Und das hat mich dann noch saurer auf mich gemacht und noch verzweifelter. Und dann war nirgendwo mein Parkplatz. Da war einfach vorbei. War richtig vorbei. Dann bin ich einfach weitergefahren und jetzt habe ich noch einen anderen Platz rausgeguckt. Und als ich über eine Brücke gefahren bin, habe ich gesehen, dass hier an so einem Flussbett auch Autos stehen. Oder Camper besser gesagt. Da dachte ich mir, okay, da möchte ich hin. Den habe ich auch
auf der Broschüre gesehen, in der App gesehen, da kann ich hinfahren. Ah, und vorher habe ich mich auch schon, ach so, übrigens, ja, als ich mal wenden wollte, um zu einem anderen Spot zu bekommen, habe ich mich festgefahren. Da war nämlich so auch Camper bei einem Hafen und da dachte ich mir, ah, stelle ich mich dahin. War aber natürlich diese Küstenstraße und dachte mir, okay, kann ich hier in der Einfahrt wenden, aber die Einfahrt war so schräg, dass ich mich erstmal festgefahren habe. Ich bin so froh, dass mein Papa den Gepäckträger die Lichter anders angebracht hat, als es vorher war, weil sonst hätte ich mir die safe abgehauen. Safe. Da habe ich erstmal festgesteckt, musste erstmal irgendwie rangieren, dass ich mich wieder losgerappelt habe. Mich einfach mit dem Gepäckträger aufgesessen habe und es ging nichts mehr so erstmal. Ja, habe ich erstmal dann wieder hingekriegt, dann bin ich weitergefahren, dachte ich mir, okay, dann soll es halt nie sein, der Hafen. Bin ich weitergefahren und auf dieser Brücke habe ich dann gesehen, ja, hier stehen diese Camper, da kann ich hin, okay, gut, also Google Maps angeschmissen, damit ich nicht nach Unplanung hinfahre, weil das hatte nicht funktioniert, da wo ich reinfahren wollte, direkt daneben, das war Einfahrt verboten. Und da ist ja okay, muss ich einfach wenden und auf der anderen Seite runterfahren. Habe ich aber nicht gemacht, weil Google Maps sagte, bitte geradeaus fahren und hinten dann rechts abbiegen. Habe ich gemacht. Ja, das war dann so ein Bauernweg. Echt schmal. Kam mir auch noch jemand entgegen. Dann war zum Glück nur Mulde, wo man ausweichen konnte. Und endete aber auf einer größeren Straße mit einem sehr starken Gefälle. Das heißt, ich völlig klug, okay, ich möchte nicht das krasse Gefälle auf mitnehmen, damit ich nicht wieder hängen bleibe. Gut. Bin ich ganz nah an der Mauer vorbeigefahren, dass es halt passt und ich nicht so in die Schräglage komme, weil es war echt schräg. Ja, war aber leider zu nah an der Mauer. Da habe ich mich an der Mauer festgefahren. Also nicht schlimm, aber ich hätte halt nicht, ich konnte halt nicht mehr so richtig rangieren. Also ich steckte jetzt nicht mit Sule fest so richtig, aber ich hatte halt keine Möglichkeit. Da musste ich erstmal mit kleinen Bewegungen mich wieder irgendwie in eine andere Richtung manövrieren und dann doch mit Schnauze Richtung Gefälle runterziehen. Und dann bin ich irgendwann wieder rausgekommen und ich hatte schon echt so einen Hals. Ich hatte so eine Laune. Ich bin echt, im Arsch, sage ich mal so. Und ja, jetzt stehe ich hier aber an diesem Flussbett und es wird auch Zeit, dass ich Mittag esse. Also wir haben gleich 7:15. Ich habe um 12 gefrühstückt, klar, dann darf man auch mal später Mittag essen. Aber ich glaube, ich habe auch jetzt Hunger und alles doof und ich hoffe, morgens ist es besser. Ja, wollte ich jetzt auch einfach mal erzählt haben, weil das stimmt schon. Man erzählt meistens die Sachen, die schön laufen, die gut laufen, die, ja, man genießt. Nicht so die blöden Sachen. Aber die blöden Seiten gehören natürlich auch dazu. Also, ich verbuche, dieser Nachmittag war sau doof. Ausrufezeichen. 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 Naja. Trotzdem drücke ich euch aus der Ferne. Liebe Grüße, eure Gina. Toll, jetzt habe ich auch noch gesehen, dass das falsche Mikro angenommen wurde vom Computer. Richtig dumm. Ich sage euch, der Wurm ist drinne. Ich freue mich, wenn ich gleich ins Bett gehe und morgen ein neuer Tag ist, den ich mit ganz viel Liebe und ganz viel neuer, toller Energie beginnen kann. Ey, drückt mir die Daumen. Verrückt, ey. So ein Mist!